Soll ich eine Grammatikregel wirklich auswendig lernen? Ich tendiere zu nein. Außer Sie lernen die Grammatikregel im Zusammenhang mit einem konkreten Satz. Also Sie haben durch den Satz eine Vorstellung und in diese Vorstellung rein denken Sie sich dann die Regel. Zum Beispiel, ist das jetzt ein Akkusativ oder ein Dativ? Ist das jetzt ein Nomen oder ein Pränomen? Ist das jetzt Zukunft oder Vergangenheit? Dann funktioniert das deutlich besser. Das gilt für alle Sprachen. Also gehen Sie über die klare Vorstellung. Theoretisch eine Grammatikregel zu lernen, hilft in der Regel nicht. Aber praktisch. Ich hatte mal einen Berufsschullehrer, der sehr engagiert war nach einem Kurs, als ich die Schule besucht habe, und hat einfach zum Testen in der nächsten Woche mit seinen Schülern die Kommaregeln vollständig auswendig gelernt. Die konnten das Wort wörtlich hersagen. Dann hat er festgestellt, die wussten nicht wirklich, wie man es anwendet. Darum immer im Zusammenhang mit konkreten Beispielen. Dann allerdings wird es einfach. Natürlich ist mein Kurs nicht nur Grammatikregeln lernen. Mega Memory ist ein Kurs, wie man generell Gedächtnis schult. Also zum Beispiel Namen und Gesichter, dass Sie 50 Namen an einem Tag sich so merken können, dass Sie mindestens 48 morgen wieder mit Namen ansprechen können. Oder Zahlengedächtnis, dass Sie sich auch 50-stellige Zahlen einfach merken können, weil das einfach ist. Oder dass Sie sagen, ich gehe an die Prüfung und ich bin sicher, dass ich an der Prüfung meine Lernzusammenfassung im Kopf wieder abrufen kann. Dass ich frei sprechen kann. Alle diese Dinge, wie komme ich ins Langzeitgedächtnis, wie gehe ich mit Stress um, das wird in Mega Memory geschult. Ich habe mir überlegt, ich hänge an dieses Video ein paar Feedbacks von Schülern und Lehrern und Eltern dran, dass sie ein wenig lesen können, was haben die anderen denn so gesagt über diesen Kurs, und nach diesen Feedbacks erkläre ich ihnen, wie sie denn an dieses Wissen rankommen. Okay, bis nachher. Ich hoffe, Sie konnten die Feedbacks gut lesen. Ich musste die leider quer nehmen, sonst hätte das Format nicht gepasst. Sie merken auch, ich kriege Sie nur dazu zu begreifen, was da passiert bei Gedächtnistraining, wenn Sie es selber tun. Theoretisch begreifbar ist es eigentlich nicht wirklich. Mein Vorschlag ist, versuchen Sie es. Nehmen Sie mein Mega Memory. Ob Sie jetzt Grammatik lernen wollen oder Namen oder Sprachen oder freie Rede, versuchen Sie es. Drücken Sie den Link um dieses Video rum, dann kriegen Sie noch einen besseren Preis. Sie haben immer das Recht, mich persönlich anzusprechen, wenn Sie Fragen haben. Das ist ein Service, den ich mir leisten kann, weil relativ wenig Fragen kommen. Und wenn die Fragen kommen, bin ich froh, wenn ich sie höre. Dann kann ich sie auch beantworten und lerne was. Okay, also viel Vergnügen auf dem Weg zu Ihrem neuen Gedächtnis. Bis bald.